besondere Anstrengung, insbesondere vom Kindergarten über die Schule bis an die Hochschule. Elite-Universität ist eine super Geschichte, die uns wirklich weiterführen wird. Man braucht auch diese Elite-Schulen, damit man eben ein spezielles Segment unserer jungen Menschen dorthin bringt, um noch besser dort das Know-how auszubilden. Deswegen braucht man das. Wenn man das egalisiert, dann schneidet man die Köpfe im wahrsten Sinne des Wortes ab oder drängt sie ins Ausland hinein. Inzwischen gibt es auch in Deutschland eine Reihe privater, wirtschaftsorientierter Hochschulen. Zum Beispiel in Fallendar am Rhein. Dort werden Studenten der Betriebswirtschaft ausgebildet, vor allem für den globalen Markt. Ein Semester kostet 5.000 Euro. Doch dafür hat fast jeder hier schon vor dem Abschluss seines Studiums einen Arbeitsvertrag. Statt akademischer Freiheit, Lernen für die Karriere. Die Gruppen der Studenten sind klein, die Zahl der Professoren ist groß, eine Ausbildung von globaler Qualität. Das war eine bewusste Entscheidung für die private Uni. Dafür sprechen einerseits eben die Dinge wie ein kurzes Studium, internationales Studium und viel Praxisbezug. Dann auch den Eindruck, den ich hier an der WAU hatte. Aber eben auch das Ganze drumherum, also wie die Studenten nachher in der Wirtschaft angenommen werden, wie sie darauf vorbereitet werden, was eben die Aspekte ausmachen, die sie eigentlich dann eben von der öffentlichen Uni unterscheiden. Für die Arbeit im globalen Markt werden diverse Sprachseminare angeboten. Außerdem sind mehrere Semester und Praktika im Ausland obligatorisch. Doch nicht nur Wissen ist hier gefragt, auch die Persönlichkeitsbildung gehört zum Rüstzeug. In vielen Bereichen können wir tatsächlich von ausländischen Hochschulen lernen. Dort begann in einer Reihe von Ländern bereits sehr viel früher die Fokussierung darauf, was Studierende wirklich später auch brauchen. Etwa die Fokussierung auf die Persönlichkeitsentwicklung, die weichen Faktoren, wie wir da manchmal zu sagen. Das kommt langsam in Deutschland. Wir haben in Deutschland bisher so eine Tradition gehabt, wo wir auf die Inhalte, die Vermittlung von Wissen und nicht die Vermittlung von Fertigkeiten abgestellt haben. So präpariertes Juniorpersonal ist bei vielen Arbeitgebern gern gesehen. Die erscheinen auch regelmäßig auf dem Campus, um die Leistungsträger von morgen zu begutachten. Die wir suchen, sind die Top 3-5% der deutschen Studenten. Und die sind natürlich schon sehr verwöhnt. Und was wir heute sehen, ist, die werden eben auch international, haben die alle Möglichkeiten. Und von daher stehen wir auch im internationalen Wettbewerb. Schön für die jährlich rund 175 Absolventen von Fallendar, die sich ihre Jobs aussuchen können, ob in Deutschland oder im Ausland. Dennoch können solche Modelle das grundsätzliche Nachwuchsproblem nur zum Teil lösen.